Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben, ehrlich gesagt. Und ja. Deshalb weiß ich auch nicht, was wir jetzt weitermachen sollen. Ich kann mal probieren, ob das funktioniert. Ich habe meine ganz gesteigerten Zweifel. Ja, weil es sowieso verpackt ist. Du kannst schon bei Arbeit sein, ja. Storybuch schreiben. Mache ich jemanden, den du liebst, unsterblich, oder jemanden, den du nicht merkst. Du fügst dir. Fürst Regie. Von mir aus. Habe ich eigentlich meine andere Biografie verkauft? Nein. Studieren. Okay. Lesen. Umbenennen. Nein. Und warum das in unserem Schlafzimmer macht, muss auch keiner verstehen, gell? Jetzt wollte ich eigentlich schauen, was er sonst machen würde, aber okay. Dann schicke ich dich halt mal joggen. Außer du musst auch bei Arbeit sein heute. Ne, 2 Tage bis zur Arbeit, sehr schön. Und dein Sportoutfit sieht einfach nur dumm aus, aber okay. Ich lasse mir das mal gefallen. Und was sollst du? Videospiele spielen, ne? So war das. Spiel spielen, Sport, Spaß spielen, kannst du direkt danach machen. Du schreibst dein Buch und isst deinen Kuchen, der nur dir geschmeckt hat. Muss pieseln, ja, dann mach doch. Ganz ehrlich, und Barbara ist zur Arbeit. Ihr geht's dann wieder gut. Was sind eigentlich diese Aktionen? Runde bilden. Kunden dürfen aus bis zu 8 Sims bestehen. Ja, ich würde gerne wissen, was so eine Runde macht. Ah! Okay, ich verstehe, was die Runde macht. Er kann dann zusammen irgendwas machen mit anderen. Dehnen. Liegestütze machen. Sit-ups machen. Und dazu kannst du eigentlich dein... Ist mir zu aufwendig, eigentlich dein Sportoutfit anziehen, aber gut. Kannst du auch in deinem Schlafanzug machen, das ist ja ein bequemes Outfit. Wo bist du eigentlich? Du bist gerade am Handy, ja, ich glaub's geht los. Was sind das denn? Strauch ansehen. Ernten. Ist der am Handy? Ich glaube, es hakt hier. Was ist denn das? Alles verkaufen. Und irgendwas anderes kann man nicht machen. Okay. Tantiemenbericht. Wir haben einiges eingenommen. Das ist schön. Wir haben 41.000. Eigentlich kann jetzt nichts mehr passieren. So, und er geht an den Computer und will da was machen. Sportspaß spielen. Muss machen für seinen Job. Level 6. Programmierfähigkeit erreichen. Ah, und er hat die Gartenfähigkeit erworben. So. Du hier programmieren. Was? Wie war das? Einfach nur Level 6, das heißt. Er kann programmieren üben. Jetzt sofort. Und müssen die jetzt gegossen werden oder nicht? Nee, sieht nicht so nach aus. Hallo? Pflanze braucht kein Wasser und du auch nicht. Okay, gut zu wissen.
Er ist noch glücklich, er schaut sich das jetzt an. Was hast du sonst noch für Bedürfnisse? 5 Stunden Programmieren üben, 5 Stunden Videospiele spielen. Ich habe echt zu wenig Computer. Habe ich so das Gefühl. Mir die Gestalt eines Haferkekses begann. Dann sollte sie aufhören. Niedliche Opa verwirrt zwar einige Betrachter, bringt aber auch so manche geflüsterte Anmerkung zum innovativen Stil von Barbara hervor. Ja, so ist das doch schön. Ich wollte eigentlich nur, dass sie aufhört, bevor sie alles kaputt macht. Und wie sieht es mit deinem Level aus? Katastroph. Das ist ja wunderbar hier alles. Dann machen wir mal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und dir geht's schlecht, weil du musst auf die Toilette. Ja, dann geh doch, sag mal. Und dann kann ich auch irgendwas anders machen. Dann kann Travis Programmieren üben. Sollte er sowieso machen. So, du kannst dann auch mal versuchen, angeln. Ob das funktioniert, weiß ich zwar nicht, aber ein Versuch ist es wert. Vielleicht klappt's ja. Apropos klappen, ich hoffe auch meine Stummschaltung klappt immer. Weil das fände ich gar nicht gut, wenn das ihr, wenn ich mich räusche oder so, das auch hören würdet. Seine Programmierfähigkeit geht hoch. Keine Zwiebel fangen, sie an die Wand hängen und einmal warm halten. An die Wand gehängt wird nicht. Von Barbara Vödel, ja. Und er übt auch fleißig weiter. Und hier wird geangelt. Und ihm geht es nicht so gut. Ah, hat Hunger. Ja, darüber, dagegen können wir gleich was machen. Na, das war ja nicht so gut. Dann könnt ihr da noch graben. Travis kann jetzt Spiele modden. Ist er wahrscheinlich selbstsicher. Ja, ich war sowieso immer selbstsicher. Wegen merkst mal selbstsicher, ja, genau. 5 Stunden Programmieren üben, dann kannst du noch ein bisschen weitermachen. Jo. Und mit dir kann ich dann hier reparieren. Dachte eigentlich, das geht nicht mehr kaputt, aber okay. Vielleicht habe ich mich auch da getäuscht. Und dann öffnen. Lachs in der Kräuterkruste können wir doch essen. Ah. Er sollte woanders angeln, weil das hier nicht sein, kein Gebiet ist, in dem er angeln kann. Weil er dafür noch zu schlecht ist, leider. Er muss Level 6 erreichen, da ist jetzt gar nicht mehr so weit weg von. Und jetzt haben sie da auch eine Geige. Naja, von mir aus. Oh! Es kann auch Küchenobjekte um Welten verbessern, das finde ich doch gut. Und er hat zwei gewöhnliche Tuning-Teile. Und das dauert immer noch endlos. Bessern. Fällt ein Teil für Sanitäranlagen und verbessern verstärkte Tür. Also brauche ich mindestens 3 Teile für die Küche. Gut zu wissen. Dann für einen guten Sex spenden. 1000 Simoleons an Hammer Thermidor für manche Spielzeug für Senioren. Ah, wir können aber gerade gar nichts machen, weil er das jetzt erstmal reparieren muss. Yay! Ganz toll. Und er isst was und ist glücklich. Und dann kann, doch, dann kann er bestellen. Er kann, wie sieht es denn mit seinen Bedürfnissen aus? Duschen und auf die Toilette gehen anschließend. Er will am Computer.
Programmieren üben. Ach so, nee, er tut das. Und er weiß gar nicht, was er machen will. Okay. Du kannst so lange mal fernsehen. Bis dein lieber Freund Michael fertig ist mit Reparieren. Und wie lange hast du jetzt programmiert? 4 von 5 Stunden, das ist ja sehr schön. Alles andere ist zwar von dir gelinde gesagt eine Katastrophe von deinen Werten, aber wir wollen ja mal nicht so sein. Habe ich ja nicht gesagt, du sollst fernsehen. Dachte ich, oh, und er steigt vielleicht. Ah, er steigt kein Level auf. Hat ein gewöhnliches Tuning-Teil. So. Du. Hier. 1000 Spenden an Fonds für Drache den Dinosaurier. Nee. Und dann sollst du mehr Auswahl, Bestellungen, Tuningteile kaufen. Kaufen wir mal 5. Haben wir ein paar. Und danach kannst du hier verbessern. Ist unkaputtbar. Ergeben eine bessere Mahlzeit. Seltener kaputt geht. Verstärkte Tür. Stahlkühlschrank. Hat er jetzt ja was vor? So, die nächsten 3 Jahre. Und er ist selbstsicher, hat 5 Stunden Programmieren geübt. Dann kann er jetzt spielen, weil sein Spaß muss auch hoch. Sportspaß mit Mods. Und danach kann er sich um seine anderen Bedürfnisse kümmern. So, er verbessert das alles. Automatischer Seifenspender, ich vermute, dann geht es schneller. Und der Kühlschrank ist jetzt 1A. Und das. Ah, da fehlen ihm nur Teile. Oh, Berufszweig für Barbara Völl wählen. Kunstmäzenin. Du hast einen hervorragenden Kunstgeschmack und Einfluss, demonstriert ein bisschen als Kunstmäzenin. Traumhaft rustikal, das Bett. Oder Meisterin des Realen. Du hast wirklich Talent und das erkennen jetzt auch andere. Lebe deine Kunst, nimm sie ernst, um selbst ernst genommen zu werden. Also da ist sie mehr so eine Kunstförderin, Farbtheoriekritikerin. Und da ist sie Artist en Residence. Da ist sie, arbeitet sie mehr selber. Und ich würde sagen, sie soll mehr selber arbeiten. Da verdient sie zwar ein bisschen weniger, aber das ist, glaube ich, das geringste Problem von uns gerade. Dann kannst du öffnen und Lachs in der Kräuterkruste essen und mal schauen, ob dir der mehr schmeckt. Hierher gehen. Ach, sag nicht, das kann sie nicht, wenn er. Ja, kann sie nicht. Wunderbar, hey, ich. Zum Glück funktionieren hier ja Tricks. So, dann ruf mal zum Essen, dann kann der Rest auch was essen. Wäre ich doch sehr für. Obwohl er eigentlich eher auf die Toilette müsste. Ich habe 5 Stunden Videospiel spielen, ja, es geht so. Wie viel hat er jetzt dafür bekommen eigentlich? 100, wow. Also 75. Wow. Ganz toll. Er ist selbstsicher. Und er ist was? So, und er ist immer noch fleißig am Reparieren. Ich finde es immer noch sehr verwirrend, wenn ich die beiden da unten so in der Leiste habe. Glücklich. Oh, und wer ruft uns an? Die Liberty Lee möchte wieder abhängen. Ja. Das darf sie doch. Und stampft bei uns im Müll rum. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, es hakt.
Also gießen muss man sie auf jeden Fall schon mal nicht. Das heißt, ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Also wird wohl nicht so wichtig gewesen sein. So, dann kann sie hier aufwischen und dann kann sie auch die Toilette verwenden. So, er spielt noch ein bisschen. Und die unterhalten sich. Hat die Kühlschrankverbesserung abgeschlossen. Alle oder? Nein. Ihm fehlen zwei gewöhnliche Tuningteile. Wegwerfen. Dann kannst du bestellen. Ach, er kann keine Tuningteile kaufen, weil er noch nie was repariert hat, wahrscheinlich. Oh. Und du hast jetzt auch genug gespielt. Bestreben hin, bestreben her, dir geht's schlecht. Du musst dringend auf die Toilette, nämlich. So. Du bist schon vorher auf Lebenszeit 14. Ja, das ist ja ein lebenslanges Ziel eigentlich. Und da ich vermute, dass meine Sims nie sterben werden. Wütend unangenehmes Gespräch. Geschickte Entschuldigung. Und bitten zu gehen. Lass nicht zu, dass du hier Ärger in mein Haus reinkriegst. Das lasse ich nicht zu, so, und dann hau ab. Und wie die schon rumläuft. Die ist wohl wütend. Wo war es jetzt mehr Auswahl? Bestellung. Der kann das auch nicht. Was ist denn los hier? Bist du der Einzige, der Tuningteile. So, 10 gewöhnliche. 5 davon. 5 davon. Und 5 davon. Einfach, damit ich einen im Haus habe. Was ist denn los hier? Verbessern. Stahlkühlschrank. Verbessern. Du machst das Seifenspender. Schneller einschalten und waschen. Und was macht das alles? Dass nicht so schnell kaputt geht und dass man sie wieder putzen muss. Sehr schön. So. Dir geht's ganz gut, bis auf das du gerne schlafen wirst. Das kannst du ja dann machen. Hier wird kein Baby gemacht. Was ist denn los hier? Sehr glücklich. Aber du könntest ein bisschen mehr reden. Was ist denn los hier? Und über Fitnesstechniken reden. So, jetzt unterhältst du dich ein bisschen. Dir geht's noch gut. Also dein Zustand muss nicht so aufgebessert werden. Glücklich, weil war am Computer, oder was? Ja, so indirekt. Ihr redet noch ein bisschen und danach kann sie auch schlafen. Er ist noch am Verbessern. So, dann geht's hier weiter. Was muss er noch machen für seine Arbeit eigentlich? Außer schlafen. Level 6 der Programmierfähigkeit erreichen irgendwann. Und er macht das noch und geht auch ins Bett. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Die Sims 4. Vielen Dank fürs